Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu GTA 5. Und ich muss hier weg, denn ich habe einen Stern. Ja gut. Wenn ihr euch jetzt fragt, was hast du gemacht? Ich wollte nur gucken, ob ich Ton habe und habe ein bisschen in der Luft rumgeballert. Dass jetzt ausgerechnet direkt die Bullen kommen, war jetzt nicht geplant. Aber gut. Okay. Ich versuche kurz mal zu flüchten. Ich meine, ich habe nur einen Stern, das sollte jetzt nicht so schwer sein. Hoffe ich mal. Was? Werde mich jetzt. Wo? Nein, ich will nicht sterben. Nicht mit einem Stern, ey. Alles klar! Und bremsen, davon hat der Typ nichts gehört im Leben. Trevor. Nicht, nein, nein, oh Gott. Wir fahren jetzt einfach mit dem Boot weg, okay? Einfach mit dem Boot wegfahren. Aua. Trevor, steig doch auf das Boot! Trevor. Fahr, Trevor, fahr! Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, ich bleib jetzt einfach mal kurz hier ein bisschen stehen. Ich habe noch eine Mail bekommen im letzten Part. Die gucken wir uns gerade mal kurz schnell an. Hier. Ich habe alle Vorbereitungen für den Paletto-Coup getroffen. Uns fehlt nur noch die Militärausrüstung. Also schnappt euch den Konvoi, sobald es geht. Das machen wir in diesem Part noch nicht. Weil wir machen das, was ich im letzten Part schon angekündigt habe. Und zwar kümmern wir uns heute erst um das Fragezeichen, was normalerweise hier ist. Und da ist auch schon der Konvoi. Und dann noch um das T. Weil das mit dem Militärkonvoi, das ist ja Hauptstory, also richtige Hauptstory. Und da machen wir dann im nächsten Part mit weiter. Ich meine, das T ist natürlich auch Hauptstory, aber ne, ihr wisst schon. So, könnt ihr jetzt mal aufhören, mich zu suchen? Dankeschön. So. Bin da. Gut, nicht boxen. Oh, das liegt gerade daran, ich hab eine komplett andere Steuerung gerade im Kopf. Das ist super behindert. Warum ich mich gerade immer die ganze Zeit hinter irgendwelchen Sachen versteckt habe, ich habe hier vor Assassin's Creed aufgenommen und ich war noch im Assassin's Creed Rennen-Modus und habe die ganze Zeit R1 gedrückt gehalten. Yep. Achso, ich dachte gerade, da oben wäre ein Hubschrauber. Warum muss ich da jetzt allen Ernstes hinlaufen, obwohl, ja gut, ist jetzt hier direkt. Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ja, ich weiß, was es ist. Ja gut, dann müssen wir gleich wieder ein bisschen weiterfahren, aber gut, ist halt so. Moin, Kollegen. Smell any funny spices? Ничего не вижу, boss. Hey, предъяви документы. What? Паспорт давай, ебарь, мам. I don't fucking understand you. А, да ты по-английски не шаришь? Что за хуйня с тобой? Я говорю, паспорт покажи. Все вы нелегалы, как один. И по гражданским арестам, ты понял? Америка — страна возможностей. А я воспользуюсь возможностью послать тебя обратно через границу, откуда ты приперся. What? Very good, Joseph. Real fine. We'll make a civilian protector of our nation's borders from undesirable elements of you yet. Sorry, citizen, just a training exercise. Ah, okay. Well, I'm so glad that you patriots are out here defending this fine American desert sand. Well, thank you. When you could be in town fucking some girls and further destroying the gene pool. Hey, there's a real problem here. Да, люди, мотивированные необходимостью прокормить свои семьи, едут сюда работать по черному за копейки и прут в эту страну. It's a disaster. And that's why we form the Civil Border Patrol. Wait. My Patriot meter's going off. Huh? Come on, both of you. We've got some illegals over them hills. Come on, you drive. You drive, let's go. Drive, get in the back. Meshkinoffen. Natürlich fährt der Fremde.
Natürlich, ist doch normal. Oh Gott, ey, diese, die sind ja richtig verrückt. What's your name, citizen? I'm Joe, that there's... Joe und Joseph. Trevor. Okay, Trevor. Well, it's saying we need to head for the Yellow Jack Inn. Oh, good. They love me in there. I'm definitely getting a strong reading. The Patriot meter predicts undesirables with up to 79% accuracy. Wow. Surely this is a sick joke. I mean, I love hanging with freaks, but you two losers cannot be for real. Unfortunately, this is as real as it gets. These people are criminals who threaten our way of life and drive down our property prices. Они думают, что могут приехать сюда в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. Это противоречит Конституции. Come one, come all, I say. This country's got bigger problems to deal with. Well, that's because you've been brainwashed by the secular media. Don't you worry, though, we'll convert you. My brother showed some, well... Well, they must be inside. Go see if you can flush them out, Trevor. Is there irgendwo ein Illegaler? In the world I'd rather be? Hallo? Hey, you're banned. Ja, ich suche nur einen Illegalen. This is pointless. Everyone in here has done something illegal. Hey, Trevor, get out here now! Whoa! They're in that car! Let's go! Okay. Go! Go! Let's bring him in, boys! Here, take the stun gun! Really? Nobody needs to die here. We're civilized people. Okay. Da würde ich sagen, Leute, auf geht's. Vielleicht noch einfach ab. Scheiße. Also, nein, Gott. Ich meine, da habe ich schon einen Geländewagen. Ja. Oh Gott, nein. Wir haben keine Motorhaube mehr. Apart from young Joseph here. А я единственный, кто думает, что этот идиот звучит как Yeah, that's right, what he said. At least Joseph here wants to be Americanized. You don't see him dressed up like some little sissy bullfighter now, do you? No. You might want to tell him not to salute with a straight arm. Ich würde ihn ja echt gerne abballern, aber ich... Wir fahren ja nirgendwo gerade. Well, of course they wouldn't understand me. Now would they, Joseph? Wo fährt er denn jetzt hin? Oh, jetzt habe ich die Chance. Das war meine Chance. Look, now's our chance. Do something illegal, Trevor. I want to see how you handle that stun gun. Elektroschock. Sorry about that, pal. Elektroschock. Oh, macht das Spaß, ey. Very nice, Trevor. Respectful but firm. We can handle it from here. Get in the vehicle. You've had your fun. It's time to go home. Ah, schade, ich wollte eigentlich schon daran hindern, ins Auto zu steigen. Ja, egal. Mach doch wenigstens die Tür zu. Ja, danke. Demokratia, za korola i stranu. Ja, und jetzt? Soll ich mit einsteigen oder was? Soll ich wegfahren? Ja, tschüss, Kollegen. Okay. Alles klar. Heimatschutz. Okay. Ja, gut. Ich weiß auf jeden Fall, ich hatte einmal so viel Spaß mit dem Elektroschocker, weil ich die ganze Zeit nur elektroschockt habe, die Leute. Dass sie echt daran mal verreckt sind. Da habe ich die so oft elektroschockt. Elektroschockt, genau, ist ein neues Wort. Dass die verreckt sind. War eine witzige Geschichte. So.
Wir wollen aber jetzt auch das Tee machen, haben wir gesagt. Und im nächsten Part machen wir dann den Konvoi. Das ist immer noch der Plan. So. Gut. Was guckt eigentlich da aus dem Auto raus? Was ist das? Sind das Gitarren? Sieht aus. Nee, das sind definitiv keine Gitarren. Eieiei. Na egal. Hier sind wir auch schnell. So, da bin ich. Ron, was geht ab? Ron? Was geht ab, habe ich gefragt. Okay, hat keinen Bock mit mir zu reden. So, ein ganzer Tag vergangen. Hey Jimmy, it's your dad. Listen, if you get this, can you give me a ring? Tell your mom too, will ya? And Tracy. Please, son. Daddy's been a bad boy. Please, son. You want a sniff? The fuck is wrong with you? Now see, the way I see it, this country was built by and for gasoline. So I'm just trying to prove my patriotic duty by, you know, doing this stuff. Oh man. It's cheap, but it's good. Gasolina? No. Wow. Sorry, Mrs. M. Jesus. Mikey, you want a beer? Oh, shit, I'm sorry I don't have any low carb. Fuck you. So where'd you two go when you went out, you and your boyfriend? Why do you care? I don't care. Just trying to conversate. Well, I was out putting some people in their place. Ah, you know, there's more to this gig than just going crazy all the time, killing everyone in sight. Just because I like the life and you feel guilty about it doesn't make you more of a man than me. And you know what? Deep down, I know you believe the bullshit, the picket fences, the fucking happy endings. And your street philosopher bullshit, that's gotten you real far. Oh, yeah, you've achieved perfect balance. Balance? You've gone. Man, 10 years in the sun, your brain has melted. You say words that have no meaning. What is balance, huh? Huh? That I fucking kill only on the weekends. So Monday, Wednesdays, and Fridays, I'm doing yoga and meditation. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints, huh? You call me mad? Fuck, compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Yeah, sane. Okay. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. Okay, yeah. Yeah, fuck, now you're gonna stop being an asshole? I don't know, but I'll try. Well, that, I like your honesty on. I spoke to Franklin. Why? Unlike you, he hears that his homie's having trouble, right? And he has no problem coming to help. So you're ensuring that we lie low. Out here, by calling LS and inviting a known accomplice of ours, you know, to what? Come out here, what, for a little visit? That is so fucking typical of you. So typical. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself. You're right. I did do that. Apologize. It's not good enough. I'm leaving, huh? I might die. Hope you're happy. Right. Hey, I'm coming with you. No. Yes, I am. No. If nothing else, then to get out of this fucking dump. You're not going. Have fun, boss. Oh, I'm going. Make sure you don't. Don't fuck stay it up. Out too late. Ist das jetzt unsere neue Haushaltsfrau? Alles klar. Wir entführen die und die. 8 Kilometer, Alter. Wollt ihr mich verarschen? What is Franklin doing for you anyway? He's tailing some guys, Mikey. Tailing. Ich dachte gerade, ich hätte die Mission verkackt. Ich dachte gerade wirklich, ich hätte die Mission verkackt. Oh Gott, was war denn das denn? If he's back in Sandy Shores, why didn't I hear about it? God damn it! Damn, these redneck fools know we own them now. Okay, und Chop sitzt mit dem Auto. Mensch. Der gute Hund. Da hab ich ja mega Bock drauf. That's right, Chop. We're gonna fuck him up as soon as Trevor. Sicher, mach mal die fertig. Trevor,
was geht ab? Hey man, me and Chop on these punks. We coming up to WH, north of Chumas. All right, the O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank rockers into your Vespucci condo when one of your roomies told them that you was gone. Okay, so if you're on the WH, that means you'll be coming through Raton Canyon, right? Shit, I guess. Good. Me and MT are gonna take the company chopper and meet you there. Company chopper, yes, Michael, it's a tax write-off. Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to the road. We're taking the chopper and we'll head you off. Deal with these business-stealing pricks on the road. Hey, dog, can you, like, get on it? Cause these dudes is rolling hard. We're 5 minutes out from the chopper. All right. Woher hat Franklin eigentlich den Wagen? Na, ist auch egal. Whoa! Shit! Leben die noch? Die leben noch. Get on me! He yours, Chop. Let's do this shit. Okay, Chop. Komm mit. Oh shit! So, Trevor. Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man. These motherfuckers crashed out. They crashed? They dead? Nah, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. Don't worry. Incoming! Okay. Ja gut, wir sind ja schon direkt da. Ist ja kein Thema. Wow, Junge! Aufpassen. Man, you're all business. Yeah, well, this is kind of important. These men don't like me, and they know we're back in the sandy shore, so... Wo zur Hölle kommt jetzt der Heli her? Miss Ellie. Remember, she ain't mine, she's the company's. Ah, okay. Er hat also einen eigenen Heli, der sonst nie da stand. Ergibt Sinn. Aber gut. Los geht's, Michael! Der Trevor fliegt ja ein bisschen besser wie du. Why do these guys, the O'Neills, want you dead anyway? There was a deal. The contract to end all contracts. Serious multinational stuff. I was this close! And they stole it off me. Hold up. If they stole your business, why do they want you dead? Wow! What's with all the questions? Can't you just take my side for once? Hey, I'm coming along for the ride, ain't I? Yeah, but I sense your heart ain't in it. Yeah, I'm lucky my heart ain't in a pie on your kitchen table. Always with the quips! You're such a depressing cynic! Oh, poor Trevor! I'm sorry I'm a human being with thoughts and feelings and emotions. Wait a second! I remember this chopper! We used this to break into the IAA building. You stole it from the FIB. Daher kommt der Hubschrauber. There was a rifle on board too, so if your panties aren't all in a twist over stolen office supplies. Hey, hey! We here on the ground. Them hick dudes in the woods. That model so, wir haben ein Bild. Scope, look for their heat signatures. Alles klar. Ich will ja nichts sagen. Ah, ich muss erst und dann Wärmebild. Ah, jetzt kann ich auf einmal wieder. Ich konnte eben wieder nicht. Hallo. Also, ich konnte wieder eben nicht zoomen. Das Problem hatte ich ja schon mal. Ah, das ist Job. That's the boy wonder. Das sind alles Papitis. Das ist auch ein Papiti. Hä? The river. They might be trying to float out of here. Was zur Hölle sind die denn? Das sind alles Papitis. Ah, nee, der ist nicht. Draußen geht gerade übelste Post ab. Draußen ist gerade echt...
Habe ich den jetzt erwischt? Ich gehe mal davon aus. Draußen ist es gerade mega am Regnen, das prasselt gerade alles gegen meinen. Moment, da schwimmt doch einer. Ich hatte gerade erst, das wäre Franklin, aber. Da unten rechts. Also ich sehe hier gerade niemanden. Ich habe ja eben einen gesehen, aber dann war der auf einmal weg. Ich dachte, ich hätte den gehabt. Da ist auch ein PT. Wow! Holy shit! Okay, Chop, du holst ihn. Du holst ihn. Wir machen ihn kalt. Ich glaube, ein Sniper wäre gerade. Barry, Mann, was ist denn jetzt los? Barry, halt die Fresse. Barry! Halt einfach die Fresse. Ich wollte eigentlich. Ja, nee, alles gut. An der mit einer Pistole will ich das jetzt nicht unbedingt machen. So, Chop. Renn, Jung. Renn, Hund. Griechen. Oh, Franklin, jetzt renn doch schneller. Draußen ist übelstes Gewitter. So, zack. Last guy's done, homie. All right. Stay there. We'll come down and pick you up. Ah, falsch. Gut. Oh, yeah, yeah. Aufpassen, Trevor. Ruhig. Bitteschön. Chop. Franklin, komm rein. Als ob der Chop da einsteigen würde. Also ich würde keinen Hund auf der Welt kennen, der in einem fucking Helikopter einsteigen würde. Nie im Leben. Wow. Ruhig. Holy shit. Ja, ist mein Flugplatz. A lot of them? Yes! I think that was Elwood, Walton, and Wynn who we killed just then. I killed Ernie, Earl, Dale, Doyle, Daryl, Dalton, and Don, and a few other guys when I blew up the farm. So, maybe this is kind of a revenge thing. I don't know. Let's not forget that I'm the wrong party here. Yeah, you are definitely the wrong party. Oh, for sure. Here we go, taking her down. Okay, ich dachte, ich müsste da eigentlich parken, aber nö. Uiuiui, ich muss ehrlich aufpassen hier. Eieiei, oioioi, Trevor! Oh. Noch ein Stückchen weiter nach da, nach hinten, Trevor. Trevor, du kannst auch fliegen. Jawohl, dankeschön. Don't it feel good, huh? Helping a friend in need? Come on, Chop, come on. Oh yeah! Taking out some hillbilly crank dealers on a blood feud. That's what I live for. Hey, Trev, man, we gonna borrow this and head back to town. Sure. Come on, Michael, man. I'll drop your ass off on the way back. Chop, get in. See you back at Castle Phillips, Mike. Yeah, thanks for the warning.
Das war noch eine coole Aktion. Easy. Leute, ich würde sagen, Raubtier. Oh, Treffgenauigkeit, naja. Kopfschüsse, war ja Kopfschüsse, alle drei. Alles klar. Ja gut, aber damit würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein. Dann holen wir uns nämlich den Konvoi, der oben schon gerade angekündigt wird. Und dann können wir auch schon bald mit einem großen Coup wieder starten. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.